Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Jüdischen Museum Wien in der Ausstellung Jedermanns Juden, 100 Jahre Salzburger Festspiele. Wir befinden uns jetzt hier im Raum, der der Musik gewidmet ist. Was Sie hinter mir sehen, ist die Nachbildung eines Bühnenkostüms für eine Oper, für die Oper Oberon. Dieses Kostüm wurde von Oskar Strinnert geschaffen. Und hier im Musikraum haben wir auch etliche jüdische Stars. Der erste wäre Arnold Rosé. Er war der Primgeiger und Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, die jeden Sommer zwischen 1926 und 1937 von Wien nach Salzburg gekommen sind, um dort die Opernaufführungen zu begleiten. Hier haben wir eine wunderbare Arbeit von Max Oppenheimer, das Rosé-Quartett. Hier eine Büste von Anna Mahler, der Tochter Alma Mahlers. Man muss dazu sagen, Arnold Rosé musste 38 Österreich verlassen. Er ist dann sehr vereinsamt 1947 in London gestorben und seine Tochter Alma Rosé ist im Konzentrationslager Auschwitz zu Tode gekommen. Hier haben wir einen weiteren jüdischen Star dieser Zeit, den Dirigenten Bruno Walter. Da sehen Sie auch hier eine Büste, die Anna Mahler angefertigt hat. Bruno Walter hat ja begonnen als Assistent von Gustav Mahler. Deswegen haben wir hier eine sehr schöne Plakette, die ihm die Bruno Walter von den Wiener Philharmonikern nach dem Zweiten Weltkrieg geschenkt wurde. Und hier auf dieser Partitur, auf dieser Abschrift, es ist von Richard Wagner, Tristan und Isolde, hat Bruno Walter noch mit seinem bürgerlichen Namen Richard Schlesinger unterschrieben. Ja, und auch ein weiteres Prunkstück hier in unserer Ausstellung sind sehr viele weitere Entwurfszeichnungen von Oskar Strinnert zu Operninszenierungen. Es ist da die Zauberflöte und andere Mozart-Opern und eben Oberon von Karl Maria von Weber. Und aber auch Opern von Richard Strauss.